Liebes Tagebuch, irgendwie läuft alles anders zurzeit. Gestern dachte ich noch, Dennis mag mich. Heute hat er dann nur noch Augen für Esma. Mann, sie sieht auch einfach toll aus in dieser Jeans. Mein bester Freund Luke ist voll in Love mit Tom und hat kaum noch Zeit für mich. Und Natascha nervt, weil sie sich nur noch für ihr Aussehen interessiert. Manchmal finde ich das alles einfach nur anstrengend. Es scheint einiges los zu sein in der Pubertät. Dafür sind vor allem eine Vielzahl an Sexualhormonen verantwortlich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, bleib dran. Hormone sind körpereigene biochemische Botenstoffe, die bereits in winzigen Mengen spezifische Wirkungen und Regulationsprozesse im Körper in Gang setzen. Sie sind Ursache aller erheblichen Veränderungen während der Pubertät. Die Hypophyse, eine Drüse im Gehirn, bildet zunächst sogenannte Hypophysenhormone, die dann über den Blutkreislauf verteilt werden. In den Geschlechtsdrüsen angekommen, bewirken sie die Bildung weiterer Hormone, die Sexualhormone. Die Geschlechtsdrüsen sind bei Jungen und Männern die Hoden und bei Mädchen und Frauen die Eierstöcke. Hoden produzieren Androgene, auch als männliche Sexualhormone bekannt. Eines davon ist das Testosteron. In den weiblichen Geschlechtsdrüsen bewirken die Hypophysenhormone vor allem die Bildung des Sexualhormons Östrogen. Die Sexualhormone sorgen für das Wachstum der Geschlechtsorgane und die Reifung der Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!